Ja! Gerissene oder gesprungene Smartphone-Displays. Neben schwächelnden Akkus wohl das größte Problem aller Handybesitzer und Besitzerinnen. Die Spider-App, eine der absolut beliebtesten Apps. Doch vielleicht nicht mehr lange, denn eine Forschungsgruppe aus Japan hat eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ein Material für Displays, das sich selbst repariert, wenn es gesprungen ist. Und haltet euch fest, um das hinzubekommen, müsste man demnach in Zukunft nur noch, Achtung, Hand auflegen. Wie das genau funktionieren soll und warum das nicht nur für jeden Smartphone-Besitzer ein Highlight wäre, sondern auch für die Umwelt, jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, fantastisch, sensationell, irrsinnig, wahnsinnig, unglaublich, unfasslich. 10 Jahre Klicksum. Wer hätte das gedacht? Wir feiern dieses Jahr. Mehr demnächst. Manchmal sind ja die Entdeckungen, die durch Zufall gemacht werden, die besten. Post-its sind zum Beispiel eine solche Zufallserfindung. Und auch in dieser Fall hier könnte so einer sein. Ein Forschungsteam aus Tokio hatte nämlich eigentlich nur das Ziel, einen neuen Klebstoff zu testen. Dabei herausgekommen ist allerdings eine neuartige Polymerverbindung und die hat es in sich. Polymere, auch Makromoleküle genannt, sind chemische Verbindungen, die aus vielen gleichen oder ähnlichen Grundbausteinen, den Monomeren, aufgebaut sind. Konkret geht es in diesem Fall um Polyether-Thioureas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das neuartige Material nennen. Es basiert also auf dem Polymer Polyether-Thioharnstoff und ist glasartig und hart. Doch wenn die Polymerverbindung doch einmal splittern oder brechen sollte, ließe sich das wohl durch den Druck einer menschlichen Hand reparieren. Wie soll das bitte funktionieren? Es handelt sich bei dem Material um sogenanntes selbstheilendes Material und dies ist schon der erste Wow-Moment, denn ihre Polymerverbindung ist wohl das erste selbstheilende Material überhaupt, das sowohl eine hohe mechanische Stabilität als auch die Fähigkeit zur Selbstheilung hat. Und das bei Raumtemperatur, so schreiben es Takuzo Aida und sein Team von der Universität Tokio in ihrer Studie. Um Risse wieder zu schließen und sich selbst zu reparieren, brauchen die meisten der bislang selbstheilenden Materialien sehr hohe Temperaturen, 120 Grad Celsius oder mehr. Ein Smartphone im Backofen oder der Mikrowelle, solch eine Temperatur würde andere Komponenten des Smartphones mit hoher Wahrscheinlichkeit zerstören. Und in der Mikrowelle passiert ja auch noch vieles anderes. Das gibt ein nettes Feuerwerk. Anders allerdings bei der neu entdeckten Polymerverbindung. Nach Angaben des japanischen Forschungsteams haften die geschnittenen Kanten des Polymers zusammen, wenn das Material von menschlicher Hand bei etwa 21 Grad Celsius zusammengepresst wird. So bildet es wieder eine feste Oberfläche ohne Risse und Sprünge und würde demnach nach einigen Stunden sogar seine ursprüngliche Stabilität zurückerhalten. Wow! Der japanische Doktorand Yu Yanagisawa hat japanischen Medien erzählt, dass er seine Ergebnisse zuerst selbst überhaupt nicht glauben konnte, bis er dann durch viele Wiederholungen seines Experiments das sensationelle Ergebnis bestätigen konnte. Jetzt ist Yanagisawa optimistisch, dass er mit dieser Erfindung auch der Umwelt etwas Gutes tun kann. Zitat: Ich hoffe, dass dieses selbstheilende Material nicht so schnell weggeworfen wird, wenn es einmal zerbrochen ist. Nicht nur die Smartphone-Produktion und Langlebigkeit könnte diese Erfindung revolutionieren, sondern auch die von anderen Gadgets. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass eine Polymerverbindung als selbstheilendes Material für Smartphone-Displays vorgeschlagen wird. Verschiedene Forschungsgruppen weltweit experimentieren daran. Und tatsächlich wurden auch bereits Handys produziert, die in kleinem Maßstab dazu in der Lage sind, winzige Kratzer von alleine wieder zu schließen. Ja, wenn ihr kein Video zum Thema und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke. Nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, die Smartphones der Zukunft. Ansonsten würde ich mal sagen, bis dann. Bleibt dran.